Hallo Freunde des Lichts. In diesem Video geht es einmal darum, was wird als erstes ausverkauft sein in einer Krise? An was muss ich als erstes denken, wenn ich ein bisschen Geld habe, dass ich mir es anlege, damit ich diese Situation abgedeckt habe? Kann unter Umständen lebensüberwichtig sein und darum geht es jetzt in dem Video. Man findet ja vielerorts im Internet, findet man ja auch Videos auf YouTube und auf anderen Plattformen, auf denen gesagt wird, du musst dir dies oder jenes unbedingt sofort zulegen, weil sobald eine Krise kommt, ist das ausverkauft. Ja, woher nehmen diese Leute die Informationen, frage ich mich. Okay, woher ist diese Information? Um welche Dinge geht es denn überhaupt? Dinge, die wir für uns meinen, brauchen zu müssen, um unseren Lebensstandard doch so gut wie möglich halten zu können. Geht es darum, dass wir in einer Krise die Wohnung gekündigt bekommen oder das Haus? Wahrscheinlich eher nicht. Das hat mit der Krise, wenn dann nur peripher, etwas zu tun. Das sind andere Faktoren, bis zur Kündigung kommt. Was ist uns denn überhaupt das Wichtigste? Für manche Leute ist es sehr, sehr wichtig, Nahrung, Essen. Also wird es die Nahrung sein, die das als erstes weg sein wird, wenn es eine Krise gibt? Krise da, Nahrung weg. Oder wird es vielleicht das Wasser sein? Wasser ist schon ziemlich eine problematische Sache. Nach den Prepper-Dreier-Regeln, da könnt ihr auch mal schauen, im Prepper-Handbuch habe ich das beschrieben, kommt Wasser an vierter Stelle, erst die Hoffnung, dann die Luft, dann haben wir Klima und dann kommt schon Wasser. Nicht länger als 3 Tage ohne Wasser. Gut, 5 Tage. Aber ja, jetzt bei diesem Klima im Augenblick, wir haben Hochsommer, da sagen wir mal, 3 Tage reicht ja. Dann wird es schon knapp. Ist es Wasser? Muss man sich unbedingt jetzt mit Wasser eindecken? Reichlich mit Wasser eindecken? Oder ist es Heizung? Wir in Mitteleuropa kommen da nicht so klar ohne Heizung. Jetzt im Augenblick, ja, jetzt im Sommer ist es nicht notwendig. Aber wir haben doch schon sehr, sehr viele Monate, wo die Umgebungstemperaturen so niedrig sind, dass wir Mitteleuropäer nicht mehr das ganze Jahr ohne Heizung leben könnten, ohne krank zu werden. Das geht einfach nicht. Wir brauchen eine extra Heizung, wir brauchen eine externe Zusatzheizung, brauchen wir, sonst funktioniert das Leben nicht. Geht nicht. Also Heizung ist schon ein wichtiger Punkt, aber wird das der Auslöser für die Krise sein? Wupp, alle Heizungen in den Häusern weg. Oder es kommt eine Krise und ab sofort gibt es keine Heizmöglichkeit mehr in allen Häusern, in allen Wohnungen. Kann das möglich sein? Na. Wenn alle Häuser und alle Wohnungen ihre Heizung per Strom betreiben oder mit Fernwärme durch Fernwärmerohre versorgt werden und die Fernwärmeanlage fällt auch aus. Okay, ja, dann könnte es sein, wenn wir dann mitten im Winter sind, wird es blöd. Also möglich wäre es, aber ist es generell so, dass egal was für eine Krise sich entwickeln wird, die sehr schnell auf uns zukommt, dass die Heizungen ausfallen. Ist es generell so? Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Manche Leute haben vor anderen Dingen Angst, große Angst. Ist es vielleicht Kohle? Dass das Geld weg ist? Dass das Geld sofort entwertet wird, schlagartig? Gut, ich meine, das kann natürlich passieren, ganz klar. Das steht natürlich schon zur Debatte. Eine Geldentwertung
und damit eine Inflation bzw. Hyperinflation, das hatten wir ja auch schon mehrfach in Deutschland, nicht jetzt zu Lebzeiten von uns allen, aber vorher, kurz bevor ich zur Welt kam, gab es natürlich auch solche Dinge. Ja. Die Leute haben Angst um ihr Geld, aber ist es lebensbedrohlich? Puh, nee, also lebensbedrohlich nicht direkt. Und dann vor allen Dingen, jetzt kommt eine Krise, jetzt ist eine Krise, egal aus welchen Gründen, ist dann das Geld sofort entwertet? Muss man dann sofort Angst haben ums Geld? Dass natürlich jetzt eine Wirtschaftskrise, extreme Geldentwertung unter Umständen nach sich ziehen kann, okay, klar. Aber was ist denn eigentlich Krise? Ist es nur eine Wirtschaftskrise, ist eine Krise? Oder ist es auch eine Krise, wenn zum Beispiel die komplette Logistik ausfällt und es gibt keine Nahrung mehr und kein Wasser mehr? Warum soll dann mein Geld in Gefahr sein? Es kann höchstens sein, dass ich dann für was Essbares oder für Wasser höhere Preise bezahlen muss. Okay, aber das Geld ist nicht weg. Also das kann es fast nicht sein. Oder ist es Erste Hilfe? Mit Erste Hilfe meine ich auch sämtliche medizinische Versorgung. Das heißt also, alle Krankenhäuser machen am gleichen Tag zu, die Arztpraxen bleiben geschlossen, alle Apotheken bleiben geschlossen, haben ihr Lager ausgeräumt und wegtransportiert und im Internet gibt es auch nichts mehr zu bestellen, keine Medikamente. Das wäre natürlich eine Krise, wenn sämtliche Medikamente und der Zugang zum medizinischen Personal schlagartig nicht mehr da wäre. Kann das möglich sein? Das kann nicht möglich sein. Und da kann ich mich auch nicht absichern, indem ich mir jetzt einen ganzen Raum voll Medikamente, eine halbe Apotheke einrichte bei mir zu Hause. Alles voll Medikamente, chirurgische Instrumente etc. 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 Kann ich mich auch nicht davor bewahren. Aber das ist sehr, sehr ausgeschlossen. Das kann man schon mal ein bisschen streichen, ja. Ein bisschen wenigstens. Ein Punkt, auf den wenige Leute kommen, wenn sie an Krise denken, ist es die Luft. Dass die Luft mit einem Mal weg ist oder so schlecht, dass sie nicht mehr zu verwenden ist für uns Menschen. Oh, will ich jetzt mal gar nicht so weit wegschieben. Wir haben immer mehr Probleme mit Pharma und sonstige Industrie, die Dinge ablassen in der Umgebung, die nicht für jeden Menschen gut sind. Denkt man auch mal an die Möglichkeit der atomaren Verseuchung der Umgebung. Die Dinge, die braucht man nicht zu weit wegstellen. Obwohl an diesem Punkt viele Leute gar nicht, wenn überhaupt, denken. Der Punkt ist schon meiner Meinung nach, aber es ist nur meine Meinung, ein ziemlich wichtiger, weil es kann unter Umständen schon sein, dass ich da von jetzt auf nachher, von heute auf morgen eine Vollgesichtsmaske anziehen muss, vielleicht sogar ein Ganzkörperkondom tragen muss, wenn ich rausgehen will, außerhalb meiner Wohnung, außerhalb meiner vier Wände, dass ich meine vier Wände auch hermetisch abriegeln muss, fast hermetisch abriegeln muss, um keine Schmutzpartikel von außen reinkommen zu lassen. Also, ja, aber heißt es, dass egal welche Krise wir haben, auf uns zukommt, und eine Krise ist eine bestimmte Definition von einer schwierigen Zeit, ist immer die Luft verseucht. Nur dann kann ich sagen, du musst dir sofort eine Vollgesichtsmaske zulegen, weil das ist sofort ausverkauft, wenn eine Krise ist. Eine kleine Krise zum Beispiel ist, wenn es heißt, wir kriegen 45 Grad im Schatten und das die nächsten 6 Wochen. Das ist eine Krise. Was passiert dann? Dann gehen die Leute sofort hin, kaufen sämtliche Baumärkte leer, sämtliche Klimaanlagen etc. werden dann aus den Baumärkten leer gekauft, im Internet alles komplett bestellt. Es ist keine Klimaanlage mehr zu bekommen, außer für horrende Preise. Und das ist natürlich eine Krise, ganz klar. Das kann eine Krise auslösen. Das heißt also, immer das, was jetzt auf uns zukommt, die Situation, das entscheidet, welche Bereiche sehr, sehr stark frequentiert werden von den Menschen. Oder ist es zum Beispiel
Jetzt haben wir den Kreis ziemlich geschlossen. Es gibt vielleicht noch den einen oder anderen Punkt, den man in den Kreis hier mit reinbauen könnte. Sind es zum Beispiel Waffen? Heißt das, wenn eine Krise entsteht, gibt es ab sofort keine Waffen mehr für mich, wenn ich jetzt unbedingt Waffen haben wollte, sage ich mal. Wenn eine Krise entsteht, egal was für eine Krise, gibt es keine Waffen mehr, sind sie alle weg. Ich glaube, darüber brauche ich mir die allerwenigsten Gedanken machen. Kann es sein, ich bin der Meinung, ich muss unbedingt eine Waffe haben, um mich zu wehren oder Wehrgemeinschaften zu bilden oder andere zu überfallen, die ein Lager haben, weil ich zu blöd war, mir ein eigenes Lager anzulegen. Ach, okay, ja, Spaß beiseite. So, kommen wir wieder zurück. Es gibt ja diese Demagogen, die ganz klar sagen, wenn eine Krise ausbricht, die sagen nicht, wenn eine Wasserkrise ausbricht, dann wird das Wasser weg sein. Die sagen, wenn eine Krise ausbricht, es geht um eine Krise allgemein. Wenn eine Krise ausbricht, dann sind die grün gepunkteten lila Flaschen sofort alle weg. Du musst dir unbedingt so und so viel von denen auf Lager legen. Also 15 Kisten gehören hiervon in den Keller. Weil wenn eine Krise kommt, ist es weg und dann bekommst du es nicht wieder und dann wirst du sterben. Ja, solche Leute gibt es. Muss man überlegen, woher haben die Informationen? Haben die schon mal so eine Krise durchlebt? Woher haben diese Leute diese Informationen? Oder ist es eher ein Hirngespinst? Ist es eher Fantasie? Zauberei? Also, es kommt immer darauf an, von welcher Seite her sich die Krise für uns entwickelt. Beispiel, großflächig, das war jetzt vor gar nicht langer Zeit im schwäbischen Raum, war das großflächig so, dass das Wasser nicht mehr benutzt werden hat sollen, nicht mehr benutzt werden durfte, wollte ich mal noch sagen, aber nicht benutzt mehr, hat nicht benutzt werden sollte, weil es kam blaues Wasser aus dem Wasserhahn. Und die Wassermeister machen sich völlig unschlüssig, was es jetzt eigentlich ist. Da die Brunnen und die Gemeinden vernetzt sind, das heißt also auch die Wasserleitungen, um einen Austausch zu gewähren, wenn der eine Brunnen mal wenig liefert und die Gemeinde verbraucht zu viel Wasser, kann dieser Wassermeister von anderen Gemeinden über diese Rohrverbindungen natürlich das Wasser mitnutzen. So ist es gemacht. Das ist an sich ganz gut, dass es ausgeglichen wird. Mal ein größerer Bedarf in dem einen oder in der anderen Gemeinde. Aber es kann natürlich aber auch dazu führen, dass wenn ein Brunnen verseucht ist, dass die anderen Brunnen auch alle oder beziehungsweise Gebiete in Mitleidenschaft gezogen werden, die haben dann auch schlechtes Wasser. Da kam Panik auf. Das heißt, die Geschäfte wurden sofort gestürmt. Es wurde sofort alles, was man erreichen konnte, an Wasser eingekauft. Ist also nicht notwendig, weil die Gemeinden sorgen dann dafür in so einem Fall, dass es Zapfstellen gibt, dass es Brunnen gibt in den Gemeinden, dass Tanklastwagen mit Wasser angefahren kommen und dass sich jeder auch versorgen kann damit. Da wird schon gesorgt von der Gemeinde her, also von Staatswegen her wird dafür gesorgt, aber die Leute kommen natürlich in Panik. Und das ist jetzt eben das, je nachdem, was der Auslöser ist, gerät die Menschheit in Panik und wird genau in diese Richtung gesteuert. Erinnert euch dran, 6 Wochen lang, 45 Grad im Schatten, Klimaanlagen ausverkauft, gibt keine Klimaanlage mehr. Brunnen vergiftet oder was auch immer, Wasser alles ausverkauft, es gibt kein Wasser mehr. Sämtliche Geschäfte leer gekauft. Aber wenn es jetzt heißt, das Wasser soll auf gar keinen Fall getrunken werden, ist gesundheitsschädlich vielleicht, warum sollen die Leute sich dann mit einem größeren Paket Nahrung eindecken? Warum sollen sie sich dann Notheizungen zulegen? Vor allen Dingen, wir haben jetzt Sommer, ja. Warum sollen sie sich Notheizungen zulegen? Warum sollen sie, nur weil das Wasser jetzt eine schlechtere Qualität ist, warum empfohlen wird, es nicht zu trinken, warum sollen sie jetzt alles auflösen, alles verkaufen, um Geld zu generieren oder sich EMs kaufen, um den Wert zu sichern? Warum sollen sie jetzt noch eine zweite Erste-Hilfe-Box kaufen, nur
weil das Wasser blau gefärbt ist. Oder sich eine Vollgesichtsmaske kaufen oder sogar Waffen. Also es gibt keinen Sinn. Aus der Richtung, wo die Krise auf uns zukommt, in die Richtung werden die Menschen gedrückt, gesteuert. Würde jetzt der Fall sein, dass es keine Nahrungsmittel mehr gibt, wäre natürlich schon ganz schlecht. Gehen wir mal am Wochenende in die Discounter und schauen uns die Regale an und die Leute an, wie sie sich verhalten. Das ist fürchterlich und die haben nur 2 Tage, die sie versorgen müssen. Nur für 2 Tage. Aber da man natürlich nichts zu Hause hat, da man kein Lager hat, muss man halt die 2 Tage. Und man wundert sich, wie können die Leute in 2 Tagen so viele Sachen essen? Die müssen ja irgendwo her. Ja gut, dann schaut man in die Mülleimer und sieht, dass sie den größten Teil wieder wegwerfen. Ist halt so. Aber jetzt mal vorausgesetzt, es gibt keine Nahrung mehr, also keine Lebensmittel mehr. Wird angekündigt, die Lebensmittel werden knapp, die werden rationiert. Was glaubt ihr, was passiert? Jeder stürzt auf die Lebensmittel, jeder kauft, was er nur kriegen kann. Und wenn es ein Paket Knäckebrot ist oder eine Dose Chili oder Cornichons, egal was, spielt keine Rolle. Irgendwas, was man reinstecken kann, was man kauen kann, das wird alles gekauft. Aus der Angst raus. Und spielt keine Rolle, warum diese Durchsage ist, warum diese wohl Krise entstanden ist. Ist natürlich sehr, sehr schwer vorstellbar, weil die Lebensmittelgroßhändler haben keine großen Lager mehr, also keine sehr großen Lager mehr, wie es früher war, sondern die haben ihr Lager auf die Straße verlegt. Das heißt, jeder LKW hat seine Ladung und fährt dann nur nach Order von Geschäft zu Geschäft und lädt ab. Kaum, dass er leer ist, fährt er wieder aufladen und geht wieder weiter los. Der Großhändler kauft nur ein, der LKW fährt direkt hin zu dieser Firma, wo er es einkauft und kommt gar nicht mehr ins Lager vom Großhändler, sondern fährt direkt auf der Straße und bringt das Zeug in die Läden. Da müssten jetzt wahnsinnig viele, viele, viele LKWs nicht mehr fahren, um ein bestimmtes Gebiet mit Lebensmitteln nicht mehr versorgen zu können. Gut, die Möglichkeit wäre unter Umständen gegeben, wie ich es auch im Prepper-Handbuch beschrieben habe, wenn es zum Beispiel eine radioaktive Verseuchung gibt von dem Gebiet, welcher LKW-Fahrer soll denn da noch reinfahren freiwillig? Also ich als LKW-Fahrer würde ganz sicherlich nicht in ein Gebiet reinfahren, weil ich weiß, das ist eine radioaktive Verseuchung liegt vor und die Stäube etc., nee. Würde ich nicht eingehen, das Risiko. Muss ich ganz ehrlich sagen, und das würden wahrscheinlich auch viele andere nicht tun. Aber heißt es dann, dass es nirgendwo mehr Lebensmittel gibt? Aus so einem verseuchten Gebiet, da wollen die Leute selbstverständlich auch nicht wohnen. Die wollen sich auch wegbewegen aus diesem Gebiet. Und schon sind sie wieder mit Lebensmitteln versorgt. Also man kann auf gar keinen Fall sagen, dass ein bestimmtes Teil aus sein wird, sobald es eine Krise gibt. Das ist richtig dummes Zeug, das ist Scharlatanerie, keine Frage. Also lasst euch nicht verrückt machen durch solche 30, 35 Jahre alte Spinner, die noch nicht mal wissen, was der Kalte Krieg war, die noch nie eine Krise miterlebt haben, aber alles wissen, die noch nie die Nachkriegszeit miterlebt haben, eine Vorkriegszeit, eine Kriegszeit. Lasst euch nicht verrückt machen durch solche Hampelmänner. Meine Devise ist, lebe immer so, als ob es morgen nichts mehr zu kaufen gibt. Und daran orientiere ich mich, so baue ich mein Prepperlager Stück für Stück schön mit der Gewichtung, je nachdem, was ich halt eben meine, miteinander auf, sodass es ein richtig schönes Niveau gibt. Vielleicht hat euch das Video ein bisschen zum Denken angeregt, würde mich natürlich freuen. Vielleicht habt ihr eine andere Meinung, dann würde es mich auch freuen, wenn ihr das unten in die Kommentare schreibt. Und dann sehen wir uns vielleicht auch wieder beim nächsten Video.